Freunde und willkommen bei ProBro Lifestyle. Wir sind hier angekommen in Cartagena, erster Tag. Ich bin gerade aufgestanden. Boom! Und die sind schon hier am Chillen. Hier am Pool. Stojan, guten Morgen. Massage auch schon gehabt. Morgen. Habe ich was verpasst? Ja, ich brauchte guten Schlaf. Mischa ist noch am Massieren, Valmir auch. Oder gerade fertig geworden? Ja, wir gerade mit Double Penetration, Mann. Von zwei hübschen Frauen massiert geworden? Ja, Mann. Hola. So lobe ich mir das. Hola, hola. How are you? Fine, fine, thanks. And you? Chill ist auch noch am Massieren, Bro. Wo ist Valmir? Oben? Ja? Ist Valmir oben? Massage? Oh, no, thanks. Bin gerade jetzt aufgestanden hier. Frühstück schon. Easy. Ready. Küche. Ich mache mir hier einen kleinen Rundgang. Gut geschlafen letzte Nacht hier? Tipptopp, tipptopp. War ich drauf? Ja. Gerade vor einer Minute wach geworden. Ja, Kamera eingeschaltet, bum bum. Das ist ein hartes Bett. Ja, wir haben ein hartes Bett. Übst. Ich hab sogar auf diesem Bettsofa gepennt. Bettsofa? Ja. Habt ihr nicht zusammen gepennt? Nein, das Bett ist viel zu eng. Dann haben wir noch die ersten drei Tage er auf dem Bett und dann komm ich zum Zug. Macht es so, ne? Ja. Danach muss ich ein bisschen von diesen Berries hier haben. Geil. Oh, ganz geil. Ich habe noch nichts gegessen, ich muss mir gleich ein Ding reinwerfen. Alpha Minus, Fundament, mein halben Liter Wasser. Und dann werde ich auch frühstücken. Ich zeige euch jetzt einen kurzen Rundgang hier in der Villa. Wir haben hier eine geile Hängematte am Start. Richtig nice. Haushälterin haben wir auch am Start, die uns Wäsche macht. Jetzt geht's hier nach oben. Wir haben drei Stöcke. Zu oberst oben ist die Terrasse. Hey, Valmir! Massage hattest du gehabt? Ja, sieht so aus. Wie das Haus sieht. Hattest du Massage? Ja, genau. War gut. Ja, dann haben wir ein Zimmer. Boom, richtig nice. Mit der. Hey, geile Maske, Bro. Good chill. Ja, good chill, ne? Nice, nice. So sieht's aus. Hey, ich jump mir nachher hier schön rein. Also die Cartagena ist richtig nice, Leute. Erster Tag, wir werden auch ins Gym gehen. Ich werde jetzt richtig essen, ich habe so Hunger. Dann ins Gym, dann gehen wir an den Strand und so weiter und so fort. Ihr seid natürlich dabei heute am ersten Tag. Da geht es noch eine Treppe hoch, ihr seht. Hey, Formcheck. Gute Form, ne? Also an der FIBO gibt es keine Diskussionen mehr, würde ich mal sagen. Gar keine Diskussion. So. Das ist nice hier. Schaut mal, hier haben wir Terrasse. Terrasse über Cartagena. Richtig nice. Und hier ist alles im Kolonialstil aufgebaut. Das seht ihr dann, wenn ich euch mit nach draußen nehme, in die kleinen Gassen. Das ist richtig nice hier, richtig nice. Ich werde auch mal versuchen, von hier oben runter zu jumpen. Aber zuerst mal von da. Und dann von ganz da nach oben. Das Wasser ist nicht so tief. Und ich will nur nicht meine Beine brechen. Hey, meinst du, ich kann hier runter jumpen? Das sind 10 Meter, oder? Hey, runter. Hä? Von da oben? Runterspringen. Eben muss die Kamera halten, dann kann ich runterspringen. Ich spring zuerst von der zweiten Etage. 6 Meter. 6 Meter? Das ist easy. Das ist easy. Hier kann man schön chillen. Ich jump jetzt erstmal in den Pool. Und schmeiß mir meine ganzen Subs rein und dann esse ich. Wir sehen uns später. Ja. Geht ausgemacht, Mann. Hallo. Oh. So machen wir auch jeden Morgen hier, Bro. Jeden Morgen. Wo bist du gesprungen? Wo ist denn Zimmer? Ja, vom ersten Stock. Nachher vom Dach, Bro. Gestern wollte er noch von der Terrasse oben springen. Zeig es schnell. Oh.
Von oben vom Dach ist es, wow, ist nicht so tief, aber geht, es geht. Es gibt nachher den härtesten Pump im Training. Ah ja? Ich trinke gerade mein Reisprotein. Die Jungs hier sind am Besprechen, was wir alles hier am Start haben müssen. Sicher Früchte immer, Reis. Wir haben hier unsere eigene Haushälterin, die uns am Morgen Frühstück macht. Ich muss mir auch noch ein paar Fruits reinziehen. Sind die Mangos gut? Sind die Früchte gut? Das tut eben Pickel nicht aus. Buenos dias! Buenos dias! Come stai? Oder come? Morning, Amada. I cannot speak Spanish. What's your name? Amada. Amada? Hey. Amada ist unsere Köchin hier. Psch, mit den frischen Papayas. Very, very nice. Very, very nice. Oh, wir müssen jetzt Cash wechseln gehen und noch ein bisschen einkaufen. Walmi ist am Start. Und Bro ist am Start. Also wechseln würde ich nicht, Leute. Wir haben jetzt gerade einen Scam entdeckt. Ja. Chill hat irgendwie den Kurs von übelst schlechten Kurs gehabt, 1,7. Und Matthias hat abgehoben und 2,5 gehabt oder so. Zieht euch das mal rein, wo wir hier sind. Es ist mittendrin. Vorne ist das Meer. Mittendrin statt nur dabei, genau. Richtig nice hier. Und wir suchen jetzt einen Bankomat, um das Cash rauszuzupfen. Und später gehen wir ins Training. Wir machen Oberkörpertraining. Unterkörper. Ja, Unterkörper ist heute auf dem Programm. Stress System Style, was trainierst du, Bro? Ich mache Pull, Heavy Pull Day mit Kreuzheben wieder. Yeah, Lean Bulk Style. Einfach Hardcore. Oh, hier frische Fruits. Frische Fruits am Start. Papaya und Pineapple muss ich mir jetzt noch geben. Frisch hier. Boah, wie es sein muss. Richtig geil. Wow. Ja, die sind gut, oder? Wow. Oh, wie kleine Pflaumen. Ja, wie kleine Pflaumen, ja. Kleine Pflaumen sind es. Und hey Leute, Bart kommt. Bart kommt. Nicht die Gains, sondern Bart kommt. Sieht die Fletcher in Weiß irgendwann. Bam, aber die Gains kommen auch, Leute. Die Gains kommen, ich sag's euch. Die Gains kommen. Ich weiß nicht, was das ist. Das sind diese kleinen Motherfuckers hier. Ich nenne es die Cactusberries. Aber die sind richtig nice. Die Cactusberries. So Leute, ich übernehme hier kurz für Patrick, der ist hier gerade am Reinfiesten. Und was mir jetzt gerade aufgefallen ist, ist halt auch wirklich hier in Cartagena sehr, sehr touristisch. Das heißt, so kleine Tipps, die ich euch geben kann, sind zum Beispiel, wir haben jetzt bei dem Typen Früchte gekauft und bevor er den Preis genannt hat, hat Valmir schon seinen ganzen Cash-Stack in der Hand gehabt. Und das sind halt so Sachen, das sollte man schon ein bisschen taktisch vorgehen und am Anfang vielleicht nur eine kleine Note nach vorne nehmen. Also man kann das immer ein bisschen spielen. Ich habe auch schon wirklich so bei den Taxifahren jetzt in Brasilien, haben wir es auch gemerkt, die wollen halt alle was vom Kuchen abhaben, die wollen dich alle ein bisschen scammen und je nachdem ist es ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Und da muss man sich als Tourist auch hart wehren. Also da muss man nicht meinen, nur weil man in einem anderen Land ist, kann man sich jetzt da nur übers Ohr hauen lassen. Und ich finde die City hier richtig nice. Es erinnert mich ein bisschen an Nassau, Bahamas. Ist auch so ein bisschen aufgebaut. Noch ein bisschen schöner dort, noch ein bisschen sauberer. Aber richtig nice. Und die Früchte bis jetzt, würde ich sogar sagen, noch ein bisschen ein Stückchen besser als in Brasilien. Jedenfalls, besser, ja. Jedenfalls die Mangos war. Die Mango, die ich vorhin gegessen habe, die war übelst krank. Richtig geiler Kolonialstil hier. Wir fießen hier noch frische Kokosnüsse rein. Eieiei. Und dann gehen wir dann ins Training. Es ist richtig heiß. Spitze. Alles am Ready machen fürs Gym. Tja, ihr seht, ich packe immer alles. Meine Schuhe sind drin, das Reisprotein, meine Vibrams, hier also Minus dabei, Sonnenbrille, wir gehen nachher direkt ins Gym, er ist auch schon ready. Ja, yeah, geile Stringe, Bro, das ist einer meiner Lieblingsstringe, diesen blauen. Ich finde den Schnitt übelst geil. Der Schnitt ist richtig geil. Bro, alles ausgerüstet mit Pro Bro am Start. Alles von Pro Bro. Hey.
Unterkörper angesagt, Bro? Ja, fein heute. Wird hart. Sehr hart, vor allem bei diesem Wetter. Ja. Dieser Hitze. Aber Gym ist sicher runtergekühlt. Wir gehen ins Bodytech. Muss das eines der besten Gyms sein hier. Der fährt hier ohne Benzin. Schau mal. No gas. Hallo. No gasolina. No gasolina. Muy cara. Wir sind jetzt da. Es ist irgendwie hier in einer Einkaufsmeile, wie es aussieht. Hier. Und zwar das Bodytech. Schau mal hier, die Skyline. Bro, diesen Store gibt es sogar wirklich hier. Diesen Store. Bodytech hier am Start. Um. People! Und wir sind hier am Pre-Workout-Booster nehmen. Heute mal nicht den Tunnelblick, sondern Kaffee. Ziehen uns alle ins Espresso rein. Besser, weil es heute so richtig heiß ist. Kaffee, ideal. Kaffee ist wirklich gut hier. Die Kolumbianer können wir Kaffees machen. Ja. Fast so gut wie im Essential Store. Fast so gut. Wir haben nicht so gute Kaffeemaschinen wie ihr am Start. Wir nehmen noch was mit von Kolumbien. Wir werden heute nicht ein typisches Unterkörpertraining von mir machen, sondern wir schauen das Beintraining 2 an vom Shred System für ihn, weil er macht zurzeit einen Mix von meinem Aufbautraining und vom Shred System Plan. Shred System Training ist geiles Gym. Ganz geil. Oh ja, sieht auch geil aus. Alles Hoist-Maschinen. Oh nein, alles die Hoist sind Hammer. Ich liebe die Hoist. Und hinten hast du den Weightlifting-Raum. Ja, die Hoist-Maschinen sind richtig, richtig geil. Wo hast du denn den Weightlifting-Raum? Wo ist der? Wo ist der Weightlifting-Raum? Alles hinten. Und oben ist auch noch was. Ich gehe es abchecken. Checken wir mal schnell ab. Hoist-Maschinen, richtig geil, die kennen wir ja. Von Amerika und auch von Sao Paulo. Ich glaube, ich werde hier nicht mal mehr Deadliften machen. Das sind sogar die harten Lower Back Machines. Richtig geil. Ich habe heute Beine programmiert. Das ist eigentlich jetzt gerade schade. Ich bin gerade ein bisschen traurig, wenn ich diese geilen Maschinen hier sehe. Aber was soll's. Habe ich das morgen mal, hatte ich das Pech. Ja, aber ich habe ja morgen Oberkörper auf dem Programm, also von denen easy. Schau mal, hier ist noch, ganz geil. Hier hat es noch einen Käfig. Um für die MMA-Fights. Richtig geil! So, jetzt noch ein paar Bauchübungen. Und da vorne Cardio-Bereich. Ja. Oh ja, das ist nice. Schaut mal den Ausblick an, Leute. Boom! Geiler Ausblick hier, hä? Posing-Room auch hier am Start. Also Leute, wenn ihr hier in Kolumbien seid, in Cartagena, dann müsst ihr auf jeden Fall ins Bodytech. Das Gym scheint richtig geil zu sein. Alles, was ihr braucht, habt ihr hier. Und ich lege jetzt los. Beine 2 vom Shred System mit Valmir. Er macht Rücken heute. Hä? Ist geil, ja? Okay, Bro, wir werden uns warm dehnen und dann beginnen wir. Nice. Sehr nice, oben. Sehr nice. Boah, Leute, hier sind wir bei den schweren Jungs, Mann. Richtig geil, die Hammer-Thread-Maschinen auch am Start. Hier ist alles am Start. Nur gibt es keinen Squat-Ständer. Das heißt, wir müssen irgendwie improvisieren. Wir machen jetzt Deadlifts, Jungs. Oh, shit. Und hier müssen wir improvisieren. Runter und Luft raus. Einatmen oben und dann. Wie fühlt
gefühlt eine Deadlift-Maschine. Eigentlich ist es eine Launch-Maschine. Ich missbrauche sie nur gerade für Deadlifts und ich habe einfach gemerkt, dass ich momentan wieder an einem Zenit angekommen bin. Ich werde mich jetzt wieder ein bisschen vermehrt auf Sumo-Kreuz eben fixieren, sobald ich zu Hause bin. Jetzt hier momentan mache ich dieses Ding, weil es ist einfach kein Fitness zum Deadliften. Es sind keine guten Steine, es ist kein guter Boden. Deswegen lasse ich es jetzt hier sein. Aber das Ding hier, auf jeden Fall nice. Wer das mal im Gym hat, soll es mal ausprobieren. Simuliert in meinen Augen die Range of Motion. Der Deadlift ist richtig gut. Schritte machen. Komm, let's go. Schön. Bam. Bam. Badehose am Start, Beine schön trainiert und da unten ist gerade das Kino, Cinema. Schau mal, diese Leute gehen um diese Uhrzeit ins Kino hier. Ist da richtig kaputt. Und hier ein paar Bananen für Post-Workout. Eine Banane hat gekostet 20 Rappen oder so. Hey, was kostet das aber hier? 20 Franken für 5 Tage. 20 Euro. Für 5 Tage ist richtig nice. Spezialdeal. Spezialdeal. Organisiert von Stoi. Jetzt gehen wir an den Strand. Freue mich richtig drauf. Ein bisschen entspannen. Beine regenerieren. This is the lifestyle. Ihr wisst, ich bin ein riesen Müsli-Fan und ein riesen Chips-Fan. Und zieht euch mal diese Chips hier rein. Wollt ihr das von ProFuel haben? Weil die sind ein bisschen räudig. Wir testen sie jetzt. Ich glaube, sie sind ein bisschen räudig, oder? Was ist da drin? Ja Leute, es ist leider so, dass wir, beziehungsweise ich, eine falsche Rechnung gemacht habe. Das kann ich mir jetzt nur noch jeden Tag 30 Gramm Reisprotein reinziehen, damit es reicht. Und jetzt habe ich für Post-Workout mal diese Quest-Chips gekauft, die so hart gehypt werden. Ich bekomme keine einzigen Cent dafür, aber ich halte es trotzdem in die Can. Nein, keine Werbung, Bro! Was haben wir Bock? Sea-Salt oder BBQ? Ja, wir testen sie mal. Und ey, schreibt mal hin, ob ihr sowas haben möchtet für ProFuel. Wäre sicher geil, wenn wir das auf eine vegane Art und Weise machen können. Und schmecken sie, zeig mal. Not bad. Ich muss sagen, sind die besten Proteinchips, die ich hatte, weil ich habe schon viele probiert. Aber die schmecken richtig legend. Was sind die Nährwerte? Also eine Packung hat 2 Gramm Fett, 5 Gramm Carbs und 21 Gramm Protein. Das ist interessant, kann man nicht sagen. Aber denkst du, das ist real? Weil du weißt, die... Schon real. Aber das Fett hat wenig, das schmeckt man, ja. Also nicht schlecht. Nicht schlecht. Auch von den Ingredients her. Und ist Whey drin? Nee, ist nicht. Also auch Whey. Aber bei Quest Nutrition weiß ich wenigstens, die noch so ein bisschen Wert auf Qualität legen. Ein bisschen. Und sonst ist eigentlich nicht viel. Ja, das ist sicher nicht das Beste, Leute. Aber übelst teuer übrigens auch. Ein Pappen kostet $8. 4 Euro. 4 Euro, oh shit. Ja, hier, bei Venom Import. Hier in Cartagena. Eine Banane, 40 Cent. Ja. Das ist 4 Euro, Mann.
behindert. Schauen wir das an. Wir werden jetzt mit dem Taxi ganz da nach vorne fahren. Und dort soll anscheinend ein easy Strand sein. Wir werden morgen mit einem Boot noch weiter rausfahren, irgendwie eine halbe Stunde an einen ganz schönen Strand. Wir werden natürlich auch morgen mit dabei sein. Und ich bin jetzt gespannt, wie der Strand ist. Ich habe Hunger. Wir werden dort meine Früchte will ich dort reinfiesten. Früchte. Das ist richtig geil. Schau mal, die stressen schon hier. Die gehen schon auf die Eier. Yo, amigo, how are you? This is the best beach, Hollywood Beach. My name is Alex, the man, number one. Uh-huh. Okay. Yes. Where are you from, sir? Seht ihr, was ich meine? Okay. No, we are from Switzerland. Hey, Alex, the man, number one, eh? This is Hollywood Beach. Hey, you want to steal my car? Very beautiful, okay? Hey, sir, listen to me. This is my bar, eh? Yeah? And my bar, sir. You have fruits? You have fruits also? I come later to you when they eat some fruits, okay? Okay, no problem. Yeah? See, promise. My mother. Promise. Come on. Promise. Schau mal, Leute. Hier seht ihr, das ist am Boomen hier. Große Hotelketten sind hier am Bauen. Und ja, man sieht einfach, dass Kolumbien am Boomen ist. Kolumbien ist richtig am Boomen. Das Ganze wird noch viel touristischer sein in den nächsten paar Jahren. Ich warte gerade einen neuen Fan. Wo? Da vorne, da. Wo? Wieso? Bei den Früchten. Oh. Schau mal. Hola, chicas! Hola, chicas! Pre-workout booster here, hello? Bro, schau mal, hier ist Paradies! Hey! Diese Früchte esse ich persönlich hier nicht. Oh oh! Ich esse sie nicht. Die Bananen sehen gut aus. Es gibt richtig schöne Scheißerei, ich sag's euch. Nein, nein, ich nehme die Ananas hier. Nur Bananen essen. Es gibt schöne Scheißerei hier. Ananas sind gut. Bananen sind auch gut da. Brutella. Jetzt hier entspannen. Oh, relax. Nala. Papayas rein, die Ananas. Ein Kelle noch Mango. Dann habe ich mir noch zwei Bananen gechabert. Das ist perfekt für mein Post-Workout, muss ich sagen. Reisprotein ist schon intus, habe ich schon getrunken dort. Hey Leute, ich sag's euch, es gibt wirklich nichts Schöneres, als nach einem harten Beintraining jetzt hier ein bisschen zu liegen, ein bisschen zu die Früchte zu fließen, die Sonne zu genießen und nachher schmeiß mich ins Wasser rein, mische euch schon im Wasser, easy peasy. Und jetzt hier noch ein bisschen so den Tag ausklinken lassen. Später gehen wir dann ganz lecker essen. Oh. No, gracias. Seht ihr, die stressen schon ein bisschen. Oh ja, diese Luki-Nuki, Demonstration de Massage. Die stressen richtig hier. Oh nein. No, gracias. Diese one souvenir. No money, souvenir. Regal. Läuft? Ey, Bro, Mann. Regal. Sag ich, soll das verpissen oder ich lasse dich ab? Nein. No, gracias. No. Gracias. Oh, shit. Ah ja. Festival hier am Start. Gehen wir heute Abend hin. Aber die Sonne ist einfach schön, schau mal. Sonne ist Traum, ne? Es läuft! Ey, wow, wir haben jetzt genug Bananen hier am Start. Früchte. Alles gut bei dir? Hustle, Bro. Ich hoffe jetzt in den Pool schnell. Schauen wir schnell in den Pool rein. Zeig mir einen doppelten einen Rückwärtssalto. Oh nein. Jump it up! Morgen vielleicht. Morgen von ganz oben, Bro. Nice. Ach, die ganze Cam ist nass, Bro. Ist die wasserdicht? Nein, eben nicht. Ist nicht wasserdicht. Okay. Hey, das Meer ist fast wärmer als der Pool, ne? Ist so, ja.
Die Sonne fällt. Aha. Amada, ja oder du? Ist die nicht süß? Das ist unsere Hausangestellte, Amada. Die kocht für uns und räumt unsere Wäsche weg. Sie ist süß. Und ja, ist eine, wir wussten gar nicht, dass die auch dabei ist. Hast du gut organisiert, Bro. Als die da reingekommen sind, war die da und hat uns schon mal Fruchtsaft gemacht und so. Aber geht einkaufen, Wasser, putzen, waschen. Könnten wir auch gebrauchen in der Schweiz, ja? Oh yes, in der Schweiz kannst du es nicht bezahlen. Kannst du schon, aber dann. Was denkst du, was kostet die hier pro Monat? Pro Monat? Hast du es dir gesagt? Ich weiß es vom letzten Mal. Oh, pro Monat? Keine Ahnung. Ich denke 200 Euro? Nein, günstiger, 100 Euro. Keine Ahnung. Was kostet sie? Ja, in der Regel so zwischen 200 bis 500 Euro. Dollar. Dollar? Ja, die ist ja in der Schweiz, bezahlst du. Aber dann wohnt sie auch hier? Dann wollte ich zeigen, bitte schnell. Zeig mal, ja. Zeig mir da schnell, wo die wohnt. Also sie hat ein Klo, ein eigenes. Das ist ihr Klo, kann man da rein dünnen? Da wohnt sie. Das ist unser Badezimmer. Ah, das ist euer Badezimmer. Okay. Da ist eine kleine Tür da. Da haben wir ein kleines Klo. Liegestuhl. Und die wohnt da im Haus mit ihrem Mann. Und ist immer da, wenn wir rausgehen, keinen Schlüssel dabei haben, können wir immer klopfen. Wenn wir was brauchen, dann kommt die und macht uns das. Was meinst du in der Schweiz, wenn du so einen Full-Service bezahlen möchtest, in Deutschland und in der Schweiz, was bezahlst du da? 3000 Euro? Ja, kommt drauf an, ob sie auch noch kocht oder nicht. Oder putzt. Da musst du Mindestlohn bezahlen, da bist du bei 3.000, 4.000 Schweizer Franken. Und wir sind da, hat sie die Waschmaschine. Sehr nice. Und Hände waschen. Immer dabei, Zimmer mehr. Für die Hausangestellten ist hier in Kolumbien so Brauch, dass man ab einem gewissen Level, bei dem Standard, den wir hier haben, ist immer dabei, dass auch die Hausangestellten wohnen und schlafen können. Die machen sich auch was zu essen und essen dann das in ihrem Abteil. Jetzt bekommen wir Besuch. Ich muss ausmachen. Ciao, bis bald. Ich habe gerade schön geduscht. Nachher gehen wir noch lecker was essen. Oh, nice. I love mango. Beans hier am Start. Und schau mal, Kühlschrank ist eigentlich easy voll. Dann haben wir noch Chicken, hat sie gekauft. Das ist Chicken, ja. Und hier, Karotten. Die Karotten sind richtig geil, das sind Bio. Dann haben wir noch Paprika. Oh, geil. Was haben wir genug am Start? Ist da oben. Hey. Ganz kurz, Bro. Ganz kurz. Was sind die Kerne? Bodylotion, die sollen nicht. Das Bodylotion holen, die eincremen. Karotten am Start. Ja. Ja, am Start.